Boah, die Jessie ist mir letztes Mal aufgefallen. Die hat richtig große Brüste. So richtige Titten einfach nur. Ist mir aufgefallen. Du kannst da ruhig drauf gucken. Hallo, ich guck da auch drauf und nicht selten. Du siehst aus, als könntest du eine Massage gebrauchen. Und ich schwöre, ich will da auch keinen Sex danach. Weißt du, mir macht das gar nichts aus, wenn bei WhatsApp schon zwei Häkchen sind. Du musst nicht direkt antworten, wenn ich dir schreibe. Hallo? Hallo, natürlich siehst du besser aus als deine Zwillingsschwester. Ich habe mir auch nie vorgestellt, mit euch zusammen. Ich liebe das, wenn du abends nach Hause kommst und nach Bier stinkst. Hör mal, warst du beim Friseur? Echt schöne Highlights drin jetzt. Finde ich gut. Ist mir direkt aufgefallen. Ich dachte, du hast den Raum betreten. Wow. Ich liebe das, wenn du so richtig übertrieben rülpst. Das zeigt so deine Männlichkeit, weißt du? Das macht mich richtig wuschig. Oh yeah. Ja, da ich ja weiß, dass du morgen eine Tage hast, habe ich dir nochmal deinen Lieblingstee besorgt und noch eine Wärmflasche, weil die andere ja kaputt gegangen ist. Die Patrick-Wärmflasche, die du unbedingt haben wolltest. Ne? Oh, danke. Er ist der beste Freund. Ich bin der beste Freund. Ich weiß, wir Frauen sind so anstrengend, wenn wir unsere Tage haben. Eigentlich seid ihr ja die Geschädigten, wenn wir unsere Tage haben. Wir sind echt fies. Tut mir echt leid. Hä? Warum sollte ich mit zwei Frauen gleichzeitig schlafen wollen? Für mich gibt's doch nur eine. Klar können wir im Porno drehen. Soll ich vielleicht meine Zwillingsschwester noch fragen? Ja, natürlich darfst du die Wohnung so dekorieren, wie du willst. Also da räume ich auch gern meine Superman-Lego-Sets weg. Das ist kein Problem. Ich bin ja jetzt auch erwachsen. Ich spiele ja gar nicht mehr mit Spielzeug. Was steht das da auch rum? Du hast schon recht. Hey, du kannst ruhig im Stehen weiter pinkeln. Deine ganzen Freunde auch bei uns. Weißt, ich putze voll gerne. Ich liebe es, die Toilette zu putzen. Das gibt mir so ein Gefühl. Kein Problem, du kannst trinken, ich fahre. Auch wenn er mein bester Kumpel ist, aber ich glaube, der macht das dann auch. Klar kann deine Ex-Freundin bei uns in der Wohnung schlafen. Ich meine, wenn die keine Wohnung hat, dann lieber bei uns, oder? Also ich wollte nur mal sagen, gleich kommen zwar meine Kumpels, aber ich habe nichts dagegen, wenn du die ganze Zeit dabei sitzt, okay? Lass uns heute einen Star Trek-Marathon machen. William Shatner, hallo? Ich verstehe, wenn du Kopfschmerzen hast und keinen Sex haben möchtest. Ich habe das manchmal auch. Tut mir leid, wenn ich so viel rede. Wir können auch gerne WhatsAppen, während ich mich mit meinen Kumpels treffe. Schreib mir ruhig jede Minute. Nee, fahr du mal lieber. Ja, ich bin eine Frau, ich kann nicht Auto fahren. Wann kommt eigentlich mal wieder Deutschland sucht einen Superstar? Ich vermisse das schon ein bisschen. Was ist jetzt nochmal genau abseits? Ich liebe das einfach, wenn du mir Sachen erklärst. Ich fand übrigens auch, dass der Actionfilm gestern total unrealistisch war. Total der Kackfilm eigentlich im Nachhinein. Es ist okay, wenn ich sage, ich liebe dich und du antwortest nicht, kein Problem. War das richtig? Ja, das war ja, genau, perfekt.